Es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber die globalen Aktienmärkte sind auf dem Weg, die schlechteste Woche seit März zu absolvieren. Das nachdem in der Vorwoche die beste Handelswoche für die globalen Aktienmärkte seit März stattgefunden hat. Also was nun, welches Narrativ stimmt, das der Vorwoche? Das ist das Narrativ der Bullen, die sagen, lass die Notenbanken doch reden, sie werden die Zinsen senken, dennoch, nämlich die Notenbanken, und die Wirtschaft wird eine ganz, ganz butterweiche Landung absolvieren. Oder stimmt das, was in dieser Woche ein bisschen eingepreist wurde und maßgeblich die Folge war von sehr, sehr hawkischen Notenbanken, die die Zinsen deutlicher angehoben haben und gleichzeitig gesagt haben, die Zinsen werden weiter angehoben. Das waren also hawkische Zinsanhebungen. Es gibt ja auch dovische Zinsanhebungen, also zum Beispiel, indem man eine Zinsanhebung macht, aber dann signalisiert, dass man keine später mehr machen wird oder ähnlich oder so. Also das sind diese beiden Narrative und wir bekommen heute wichtige Daten zur Konjunktur, die Argumente für die eine oder die andere Seite bieten werden. Dazu gleich. Aber schauen wir uns zunächst mal an. Global Stocks on Course for Worst Weeks since March. Mehr als drei Monate hatten wir, oder vor mehr als drei Monaten im März hatten wir eine so schlechte Woche. Ist jetzt keine Katastrophe sicherlich. Wir sehen heute Japan im Minus. Dieser Highflyer-Index 1,5%, nachdem die Kerninflation etwas höher ausgefallen ist als erwartet und die Japaner ja nach wie vor eine Geldpolitik aus dem Lala-Ultralaxa-Geldpolitik-Land machen. Wir sehen, dass der Einkaufsmanager-Index PMI, hier, das ist Gewerbe, dass der 49,8 Punkte nur erreicht. Das ist also Schrumpfung. Wir sehen also gleichzeitig einen Abschwung in der Konjunktur und wir sehen auf der anderen Seite Notenbanken, die sagen, ja, aber die Inflation, die ist sticky, da müssen wir weiter dagegen halten. Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir sind. Hier nochmal gestern die Bank of England 50 Basispunkte angehoben, nachdem die Inflationsdaten höher waren als erwartet. Die Schweiz 25, die Norweger 50, Türkei 650, die FED sagt, den Gestalt von Jerome Powell, zwei Zinsanhebungen könnten noch nötig sein. Also das ist ziemlich klar, eine ziemlich klare Botschaft der Notenbanken. Und hier stellt Sven Hendrik die durchaus interessante Frage. Naja, alle europäischen Zentralbanken haben die Zinsen angehoben. Die EZB sagt ja, wir werden weiter die Zinsen anheben. Und Paul aber sagte, die US-Wirtschaft ist am stärksten, aber Inflation ist zu hoch. Warum aber hat er dann die Zinsen nicht angehoben? Also die US-Wirtschaft ist die stärkste, Inflation zu hoch, warum hebst du dann die Zinsen nicht an? Durchaus eine gute Frage. Er hat ja versucht, in diesen Anhörungen gestern und vorgestern das Ganze zu begründen. Naja, wir haben ja sehr schnell angehoben, wir wollten erstmal abwarten, auch mit der Bankengeschichte. Das ist ein Thema. Wie auch immer, auf jeden Fall, und das ist dieser Unterschied zwischen den Narrativen, hatten wir letzte Woche das Narrativ, Mensch, wir haben doch bald eine ultralaxe Geldpolitik wieder vor uns, ergo die Notenbanken werden die Zinsen senken und deswegen sind Tech-Werte und auch Bitcoin gestiegen in diesem Jahr. Aber was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Wenn also die Notenbanken sagen, guckt euch die 70er, 80er Jahre an, damals haben wir zu früh die Zinsen gesenkt und was war die Folge? Die Inflation ist mit neuer Wucht wieder gekommen. Das will man unbedingt vermeiden. Das ist eine Kernerfahrung der FED, die sie nicht wiederholen möchte. Deswegen glaube ich, sehen die Märkte das, aus meiner Einschätzung heraus, sehen die Aktienmärkte das falsch. Die Anleihemärkte wiederum sagen, nein, die werden erstmal ernst machen und das wird die Wirtschaft in eine Rezession bringen. Deswegen invertieren die Zinskurven an den Anleihemärkten und wir sehen, dass die Fed es nicht schafft, die Financial Conditions wirklich zu straffen, trotz dieser Zinsanhebungen, eben auch, weil die Aktienmärkte hier Party machen. Hier sehen wir mal, dass sich bei den Fed Fund Futures, also den Märkten, den Futures, die das bepreisen, wie eigentlich die Zinsen sich entwickelt werden. Hier sehen wir, dass es da schon einen ziemlichen Gamechanger gegeben hat im Vergleich noch zum März. Die Aktienmärkte aber spielen dieses Narrativ weiter an der Wall Street. Jetzt sehen wir aber, dass der Dollar wieder steigt. Wir hatten ja den Euro relativ stark, aber das war eine der wenigen Währungen, die gegen den Dollar gestiegen ist. Schauen Sie sich mal den japanischen Yen an. Wir sind bei Dollar-Yen über 143 und wir sind vor allem bei Dollar-Yuan, noch wichtiger, über 7,22. Also ein Dollar sind 7,22 und ein paar zerquetschte Yuan. Wir sehen also eine Abwertung der chinesischen Währung jetzt. Der tiefste Stand seit dem November. Und das alles so ein bisschen Risk Aversion, Risikoaversion.
So ein Artikel hier bei Reuters. Jetzt haben wir hier frische Zahlen gestern Abend bekommen von der Bilanzsumme der Fed. Wieder 26,3 Milliarden gesunken. Jetzt sind wir Pi mal Daumen da, wo wir vor der Bankenkrise, vor der Pleite von Silicon Valley Bank waren. Gleichzeitig aber sehen wir, dass nach wie vor dieses BTFP-Programm der Fed, dieses Fed Emergency Bank Term Funding Program, dass wir jetzt wieder in der Vorwoche 102,7 Milliarden Dollar hier sehen, die da abgerufen wurden. Also es gibt noch einen gewissen Stress im System, könnte man sagen, dazu gleich mehr, im Bankensystem nämlich. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, darin könnte eine Botschaft bestehen, auch der Notenbanken, vor allem der Fed, denn wir haben ja eine Sache gesehen. Wir hatten die Anhebung der Schuldenobergrenze. Janet Yellen muss ihr Konto, das Konto des Finanzministeriums, wieder auffüllen. Am Anfang ist das aus den Geldmärkten heraus passiert. Das heißt, das Geld zur Auffüllung des Kontos des Finanzministeriums der Amerikaner ist aus den Geldmärkten gekommen. Jetzt passiert das nicht mehr. Jetzt wird es aus den Bankreserven genommen. Und diese Bankreserven sind zentral für die Liquidität der Märkte. Dementsprechend sehen wir, dass jetzt die Bankreserven 73 Milliarden Dollar gefallen sind. Und normalerweise ist das eben relativ kongruent. Anstieg der Bankreserven, steigende Märkte, Fall der Bankreserven, fallende Märkte. Also das wird interessant sein zu beobachten. Und die Fed hat auch klar gemacht mit einem Papier eines Wirtschaftswissenschaftlers dort, dass 90% des Geldes, das man in die Märkte im Gefolge von Corona gepumpt hatte, wieder abgesaugt werden sollte. Paul hat ja hier bei den Anhörungen angedeutet, dass die Eigenkapitalanforderungen für größere Banken um 20% angehoben werden dürften. Wir sehen aber auf der anderen Seite wieder Schwäche bei den Regionalbanken. Die sind jetzt 10% wieder unter ihrem Erholungshoch, das sie gemacht hatten. Gestern auch wieder unter Druck, dieser KRE, Regional Banking ETF. Also wir sehen, dieser Bankenstress, der ist nicht vorbei. Und wenn wir jetzt mal zur Lage gestern kommen, dann sehen wir vor allem der Nasdaq 100 wieder über 1% gestiegen, VIX unter Druck. Hier sehen wir mal die einzelnen Sektoren, Consumer Discretionary und Technology, die klassischen Risk-On-Sektoren wieder dabei. Dagegen der Russell 2000 schwach, der hat sich praktisch nach unten bewegt. Der Nasdaq war so ziemlich der Ausreißer gestern. Und hier sehen wir also diese Divergenz, damit ist die Rotation aus der Rotation in die Rotation wieder passiert. Hier sehen wir, es war großes Tech, Microsoft, Google, Apple, Amazon, Tesla, die das wieder mal gezogen haben, aber nasty breath today, wie hier ein Twitter-Kommentar schreibt, also miserable Marktbreite wieder. Und so sehen wir unten Nasdaq zu Russell 2000, so in etwa Tech zu Value, Wachstum zu Value wieder deutlich angestiegen. Auf der anderen Seite sehen wir dieses Muster beim VIX, der jetzt unter 13 gefallen ist, wie hier der VIX erstmal mit einem Gap nach oben steigt und dann systematisch offenkundig nach unten gedrückt wird. Das ist jetzt 5 Tage in Folge passiert. Und wenn wir jetzt mal nochmal zu den Aktienmärkten kommen, vor allem den Bewertungen, dann sagt Morgan Stanley, naja, Risk Premium, also das, was du sozusagen bekommst, wenn du in Aktien investierst, gehst du ja normalerweise ein größeres Risiko ein, als wenn du zum Beispiel in eine 3-monatige US-Staatsanleihe investierst. Dass du da nicht Geld verlierst, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Mit Aktien kannst du aber theoretisch, wenn auch gleich in den letzten 25.000 Jahren nicht, ja, aber theoretisch kannst du Geld verlieren. Dementsprechend ist jetzt, wenn man sich mal die Anleiherenditen anschaut und die Yields, die Earnings Yields der Unternehmen, haben wir die niedrigsten Risikoprämien für Aktien seit 20 Jahren. Und Morgan Stanley sagt, ja, wir haben gleichzeitig auch das größte Earnings Risk, also die größte, das größte Risiko für die Ertragslage der Unternehmen. Es beginnt ja dann absehbar in 3 Wochen beginnt die US-Berichtssaison. Da werden wir vieles erfahren. Wir haben jetzt eine Großbank, die sagt, naja, wir haben es hier mit einer Blase zu tun, einer neuen Blase. Ja, da ist man aber schlau, aber es wird kaum gesagt. Denn natürlich ist Nvidia und Konsorten eine Blase. Das kann nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren bei diesen Bewertungen. Nvidia hat ja gesagt, wir werden 11 Milliarden Umsatz machen. Vieles deutet darauf hin, dass chinesische Auftraggeber hier nochmal schnell bestellt haben, weil sie fürchten, dass dann praktisch Sanktionen kommen, dass sie keine Chips mehr bestellen können. Wir haben es wahrscheinlich also mit einem
Einmaleffekt zu tun bei Nvidia, nur als Beispiel, als paradigmatisches Beispiel, und nicht mit einer konstanten, massiven Anstieg etwa der Umsätze bei Nvidia, und das wird sich dann sehr bald zeigen. Dementsprechend sagte Bank of America, wir sehen Anzeichen einer Asset Bubble Brewing, die genauso läuft letztendlich mental wie bei der Dotcom-Blase, hurra Internet, hier hurra KI, alles sehr toll, aber die allerwenigsten werden Geld verdienen, wenn überhaupt. Hier Roger McNamee, Early Bird, einer der frühzeitig in große US-Tech-Investoren, Tech-Firmen investiert hat, der einfach nochmal klar macht, wie wollt ihr Geld verdienen? Ihr habt massive Kosten für Firmen, die hier mit KI arbeiten wollen, aber es werden ganz, ganz wenige, wenn überhaupt, wirklich Geld verdienen mit KI. Der Rest wird ein Problem haben. Viele Geschäftsmodelle, vielleicht auch von Apple, könnten in Frage gestellt werden, sodass wir insgesamt, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, sehen, wir haben also eine Bankenkrise nach wie vor. Wir sehen, dass praktisch wir innerhalb einer Bankenkrise eine Tech-Blase haben, und das macht diese ganze Geschichte latent gefährlich. Du hast eine Bankenkrise, also die Krise praktisch des Blutkreislaufs des kapitalistischen Systems, und auf der anderen Seite hast du massive Überbewertung bei Tech-Aktien. Das ist toxisch, das kann ziemlich unschön enden, und wir sehen, dass diese Divergenz zwischen gerade den Tech-Werten und etwa den Anleiherenditen, die latent steigen, und normalerweise sind steigende Anleiherenditen schlecht für Tech-Werte, weil sie eben praktisch eine Alternative darstellen, weil dieses TINA-Prinzip, es gibt keine Alternative, nicht mehr gilt. Nein, du kannst mit der dreimonatigen Anleihen eben über 5% ganz entspannt erzielen, etwa in den USA. Und dementsprechend sind hier die Widersprüche groß. Und die zentrale Frage ist eben jetzt, gerade was diese erhöhten Bewertungen betrifft, kommt eine Rezession, ja oder nein? If yes, dann sagt Goldman Sachs, würden Aktienmärkte, würde der S&P 23% fallen. Und wir bekommen heute wichtige Daten, 15:45 in Sachen Rezession. Die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, und da sehen wir Manufacturing bereits unter 50, also kontrahierend. Wir sehen aber Services nach wie vor sehr, sehr stark. Die waren bei 54,9, also es ist wie weltweit insgesamt der Dienstleistungssektor, der brummt. Allerdings hatten wir zuletzt den ISM-Dienstleistungsindex, und der war nur noch ganz knapp über 50, also da sehen wir eigentlich schon eine Abkühlung. Deswegen 15:45 werden die Zahlen sehr, sehr wichtig, genauso wie hier aus Deutschland. Die Zahlen heute 9:30 Uhr, wenn Sie das Video sehen, sind die schon raus, weil es einfach immer einen ziemlichen Vorlauf gibt zwischen Aufnahme des Videos, Verarbeitung durch YouTube, Raufladen, Verarbeitung durch YouTube. In HD dauert das dann nochmal eine Dreiviertelstunde, deswegen, wenn Sie oft eine schlechte Qualität haben, es liegt an YouTube, ich nehme in HD auf, um das nochmal beiläufig zu sagen. However, 39 kommen die Zahlen, und hier sehen wir verarbeitendes Gewerbe zuletzt 43,5. Alles unter 50, Schrumpfung, also deutliche Schrumpfung. Dienstleistung dagegen, hier sehen wir das 56,2, also das boomt. Wird da jetzt eine Abkühlung reinkommen? IFO hat ja schon gesagt, die deutsche Wirtschaft wird um 0,4% schrumpfen. Und wenn wir uns jetzt mal diese Manufacturing und Services PMIs, also die Einkaufsmanager-Indizes anschauen, sehen wir Manufacturing global gesehen klar nach unten tendierend, Services könnte das Peak gebildet haben? Fragezeichen, werden wir heute neue Antworten dafür bekommen. Wir sehen auch, dass global die Inflation schon nach unten geht, aber eben noch sehr hoch ist, und sie geht nach unten, weil wir jetzt bereits die dunklen Wolken einer Rezession sehen. Die kommen später als gedacht, diese Inflation, aber sie wird länger und tiefer sein. Hier Nomura, nicht Nomura, Nordea hier, meine Freunde, die hier diese Grafik haben, die zeigen, es ist praktisch nur eine Frage der Zeit, bis die Folgewirkungen der Zinsanhebungen dann sich in der Wirtschaft niederschlagen. Abschließend nochmal nach Deutschland, wo es jetzt so wenig Selbstständige gibt wie seit den 1970er Jahren. Das erklärt auch das Wahlverhalten. Wenn du selber eine Firma betreibst, Verantwortung hast, unter Energiekosten leidest, dann würdest du wahrscheinlich dich schwer tun, Parteien zu wählen, die sagen, auch wenn ihr Probleme mit dem Strompreis habt, dann geht doch woanders hin. Und das ist natürlich dann das Problem, dass hier eine bestimmte Denke die Überhand gewonnen hat in Deutschland, die so auf Sicherheit ist, die nichts riskieren muss, die immer schön im warmen Nest sitzt, aber kein Risiko eingeht, keine unternehmerischen Tätigkeiten eingeht, und dann Parteien wählt, die sagen, ach, wir müssen doch das Klima retten, auch wenn wir die eigene Wirtschaft gegen die Wand fahren.
Und hierzulande Bürokratie und so weiter und so fort. Also das muss man vielleicht mal sagen. Die Leute wollen immer weniger arbeiten. Junge Leute sagen, ach weißt du, also maximal 4 Tage die Woche. Wie willst du deinen Wohlstand erhalten? Dann musst du sagen, okay, dann werde ich halt ärmer. Ja, aber wenn mir das die Freizeit so wichtig ist, das muss man dann aber auch klar benennen. Aber nicht sagen, ja, aber ich will aber den gleichen Lohn. Das wird nicht funktionieren. Abschließend, meine Damen und Herren, 2 Empfehlungen. Notenbanken stehen vor heißem Straffungssommer. Da nochmal die Quintessenz all dessen, was ich ein Stück weit Ihnen erzählt habe, versucht zu habe zu erzählen. 1. Empfehlung und 2. Empfehlung der DAX. Zunächst mal schlechter startend heute, nachdem vor allem der Nikkei doch deutlich unter Druck war. Der DAX bleibt angenockt unter der 16.000er Marke. Lesen also diese beiden Artikel. Ich sage Servus und Ciao.